Herzlich willkommen zu einem Video, das mir persönlich eigentlich sehr wichtig ist, denn ich zeige euch nun, welche zwei Möglichkeiten es bei den Berechnungen mit Funktionsgleichungen immer gibt. Es gibt nämlich immer zwei Möglichkeiten, um Berechnungen mit einer Funktionsgleichung durchzuführen. Und das funktioniert bei einer linearen Funktion gleich bei einer quadratischen, aber zum Beispiel auch bei einer exponentiellen Funktion. Möglichkeit 1 ist, ein Argument, ein x-Wert, eine Stelle ist gegeben, der zugehörige Funktionswert ist gesucht. Was machen wir? Wir setzen den x-Wert, das Argument, in die Funktionsgleichung ein. Zum Beispiel die lineare Funktion ist f von x ist 10 mal x plus 5 und die exponentielle Funktion ist 2 mal 2 hoch x. Wenn der zugehörige Funktionswert gesucht ist, setzen wir die Stelle statt dem x hier ein und berechnen den Funktionswert. Das gleiche auch bei der exponentiellen Funktion. Beispiel, wie lautet der Funktionswert bei der Stelle x ist gleich 3? Wir berechnen den Funktionswert an der Stelle 3. Wir wollen f von 3 wissen und das ist ja 10 mal 3 plus 5. 10 mal 3 ist 30 plus 5 ist 35. F von 3 ist 35. Bei der exponentiellen Funktionsgleichung funktioniert das genau gleich. Wir berechnen g von 3, das heißt 2 mal 2 hoch 3. 2 hoch 3 ist 8 und 2 mal 8 ist 16. Der Funktionswert an der Stelle 3 beträgt 16. Kommen wir nun zur zweiten Möglichkeit. Nun ist ein Funktionswert gegeben und das zugehörige oder die zugehörigen Argumente sind gesucht, bei denen der Funktionswert eintritt. Und hier setzen wir statt f von x oder statt n von d, statt der Funktion setzen wir diesen Wert ein. Gleiches Beispiel wie vorher. Nur wir setzen, wie gesagt, statt f von x bzw. g von x den Wert ein. Die Aufgabenstellung könnte so lauten, bei welcher Stelle hat die Funktion den Funktionswert 20? Beginnen wir mit der linearen Funktion. Statt f von x setzen wir jetzt 20 ein, weil wir wollen ja den x-Wert wissen, wo dieser Funktionswert eintritt. Wir formen die Gleichung auf x um. Minus 5, dann haben wir 15 ist gleich 10x und durch 10, wir erhalten 1,5 ist gleich x oder x ist gleich 1,5. Bei der Stelle 1,5 hat die Funktion einen Funktionswert von 20. Selbes Spiel für die Exponentialfunktion. 20 ist gleich 2 mal 2 hoch x dividiert durch 2. Wir bringen diesen 2 einmal nach links, dann haben wir 10 ist gleich 2 hoch x. Nun ist es aber nicht ganz so einfach, das ist nämlich eine Exponentialgleichung, da ja die Variable im Exponenten steht und das lösen wir mit dem Logarithmus auf. Ich verwende den ln, man könnte auch den Logarithmus zur Basis 10 nehmen. Wichtig ist, links und rechts denselben Logarithmus anwenden. Mit der Exponentenregel bringen wir die Variable herunter. Dann haben wir x mal ln von 2. Wir dividieren noch durch ln von 2 durch und erhalten schlussendlich für x ist gleich ln von 10 durch ln von 2. Und das ist, wenn man das Ganze dann in den Taschenrechner eintippt, gerundet 3,32. Bei der Stelle 3,32 hat die Exponentialfunktion den Funktionswert 20. Folgende Aufgabenstellung. Die Funktion h von d ist gleich minus 0,5 mal t plus 10, beschreibt die Höhe einer Kerze, die mit zunehmendem Abbrennen immer kleiner wird. Zu Beginn ist die Kerze 10 cm hoch, da h von 0 gleich 10 ist. Pro Minute wird die Kerze um 0,5 cm kleiner.
Das ist hier ein linearer Wachstumsprozess, eine lineare Abnahme mit den gleichen beiden Möglichkeiten. Wie hoch ist die Kerze nach 5 Minuten? 5 Minuten, das ist ja eine Zeitangabe. Und gesucht ist ja die Höhe der Funktionswert. Das heißt, es ist ein Argument gegeben, der zugehörige Funktionswert h von 5 ist gesucht. Und h von 5 ist minus 0,5 mal 5 plus 10. Das ist dann gleich minus 2,5 plus 10. Und die Antwort wäre dann, nach 5 Minuten ist die Kerze noch immer 7,5 cm groß. Wann erreicht die Kerze eine Höhe von 3 cm? Jetzt ist der Funktionswert die Höhe gegeben. Gesucht ist das Argument bzw. der Zeitpunkt, wann dieser Funktionswert eintritt. Das heißt, wir wollen wissen, wann h von t gleich 3 ist und setzen den Dreier statt h von t in die Funktionsgleichung ein. Dann formen wir diese Gleichung auf t um. Und wir erhalten minus 7 ist minus 0,5 mal t und zum Abschluss durch minus 0,5. Minus 7 durch minus 0,5 ist ja plus 14 ist gleich t. Die Antwort wäre, nach 14 Minuten erreicht die Kerze eine Höhe von 3 cm. Hier noch ein Beispiel zu einem exponentiellen Zerfall. Die Funktion n von t ist 120 mal 0,95 hoch t, beschreibt den Abbau eines Wirkstoffes im Körper in Milligramm nach t Minuten. Zu Beginn sind noch 120 Milligramm im Körper enthalten. Ermittle, wie viel Milligramm des Wirkstoffes 13 Minuten nach der Einnahme noch vorhanden sind. Gegeben ist ein Argument, eine Zeitangabe, gesucht ist der zugehörige Funktionswert. Wir berechnen n von 13 und das ist ja 120 mal 0,95 hoch 13. Und wenn wir das Ganze runden, erhalten wir ca. 61,6 Milligramm und können folgern, nach 13 Minuten sind noch immer 61,6 Milligramm vom Wirkstoff im Körper vorhanden. Aufgabenstellung B. Wie lange dauert es? Das heißt, die Frage beginnt schon mal nach einer Frage nach der Zeit, bis die Hälfte des Wirkstoffes vom Körper abgebaut wird. Gegeben ist jetzt der Funktionswert. Die Hälfte des Wirkstoffes, das wären ja 60 Milligramm. Somit ist gesucht, wann erreicht der Körper, beziehungsweise wann sind nur mehr 60 Milligramm vorhanden. Dazu erstellen wir die Gleichung 60 ist gleich 120 mal 0,95 hoch t durch 120. 60 durch 120 ist 0,5 ist gleich 0,95 hoch t. Wir haben eine Exponentialgleichung, die lösen wir mit dem Logarithmus auf. Ich verwende den ln. Ln von 0,5 ist und gleichzeitig die Exponentenregel t mal ln von 0,95. Die ln von 0,95 bringen wir mit dividiert auf die linke Seite, sodass wir t ist gleich ln von 0,5 durch ln von 0,95 erhalten. Und wenn man das mit dem Taschenrechner ausrechnet, ist d ca. 3,51. Das heißt, nach 3,51 Minuten ist nur mehr die Hälfte des Wirkstoffes im Körper vorhanden.